auf dem Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit in Berlin 2017 und sprechen mit dem Rechtsanwalt Dr. Franz Wenzel, der ist Seniorpartner in der Kanzlei Halm und Kollegen in Köln und Lehrbeauftragter an der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Wir sprechen über das über den in Kürze erscheinenden Kommentar zum Patientenrechtegesetz. Das Patientenrechtegesetz enthält ja im Kern die neu in das BGB eingeführten Vorschriften der Paragraphen 630a bis h zum medizinischen Behandlungsvertrag. Daher finden sich die Kommentierungen in den einschlägigen BGB-Kommentaren. Warum braucht es denn noch einen gesonderten Kommentar zum Patientenrechtegesetz? Eine gute Frage, die wir uns auch gestellt haben. Wir haben bisher auf dem Markt in der Kommentierung ausschließlich Werke, die klassisch in der Form der Subsumption sind, die also in festen Strukturen die Gesetzeslage abgebildet haben. Von dieser Struktur wollten wir abweichen, etwas Neues erstellen. Wo ist das primäre Interesse dieses Kommentars? Es ist so, dass das Arzthaftungsrecht kein neues Rechtsgebiet ist, sondern das Arzthaftungsrecht ist Richterrecht, eben Recht, was es schon jahrzehntelang gibt. Dieses Richterrecht ist jetzt durch das Patientenrechtegesetz in das BGB eingebunden worden, in den Paragraphen 630a bis h. Und das Interesse ist natürlich, wie gut ist es der Rechtsprechung gelungen, dieses vorhandene Richterrecht zu kodifizieren, also in eine Gesetzesform zu gießen. Und ist es gelungen oder eher nicht so gut? Ja, wenn Sie mich so direkt fragen, ich denke, in der Schule würde man sagen, eine mäßige 3. Es ist also im Endeffekt so, dass nicht das gesamte Gesetz in bestimmten Paragraphen schlecht ist, sondern das Umsetzen in Begrifflichkeiten ist dem Gesetzgeber nicht so gelungen, wie wir es uns gewünscht hätten. Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. Es ist nicht klar, wer Patient ist. Es ist nicht klar, wer ist Behandelnder. Ja, ist es nur der Arzt, der die Leistung ausführt? Oder ist es die Organisationsstruktur? Ja, oder ist es der Chefarzt, der aber die Behandlung selbst gar nicht? Wer ist Behandler? Das heißt also, die Begrifflichkeiten sind nicht so klar, als eines der Beispiele gewählt worden durch den Gesetzgeber, wie wir uns dies gewünscht hätten. Der Kommentar hat ja ein bisschen andere Ansatzpunkte, als das klassische Gesetzeskommentare haben. Sie wollten einen neuen Weg finden, sagten Sie, um den Kommentar zu nutzen und den praktizierenden, Rechtspraktizierenden einen gangbaren Weg aufzeigen, mit dem Gesetz umzugehen. Was sind da die Besonderheiten? Ja, lassen Sie mich zwei Punkte nennen. Zum einen ging es natürlich darum, wie ist es möglich, einen neuen Weg zu finden. Wir haben die klassischen Kommentare, die entsprechend die Gesetzlage abbilden. Hier war es mir wichtig, natürlich klassisch in Kommentarform das neue Gesetz abzubilden, aber hinzu sollten noch drei weitere Punkte kommen. Zum einen war mir wichtig, in der Kommentierung Schwerpunkte zu setzen für das Arzthaftungsrecht. Das heißt, dem Leser Schwerpunkte an die Hand zu geben, die ganz besonders wichtig sind im arzthaftungsrechtlichen Kontext. Zweitens, es war mir wichtig, Keywords zu finden, Stichworte zu finden, die auch farblich sich absetzen. Das heißt, der geneigte Leser kann sofort erkennen, in dem jeweils für ihn interessierenden Bereich, wo sind die Probleme, die ich brauche und wie kann ich sie lösen? Und das Dritte, was mir ganz besonders wichtig war und mir am Herzen lag, war der Umstand, dass grafische Schaubilder und Darstellungen gewählt werden. Das ist bisher nach meinem Kenntnisstand einzigartig, dass in einer klassischen Kommentierung nicht anstatt des Textes, sondern ergänzend zum Text auch Grafiken darstellen, die Bereiche, die hier interessant sind. Und das, denke ich, ist uns hier in dem Werk gelungen. Und da bin ich natürlich auch dem Medhoch 2 Verlag sehr dankbar, dass er diesen Weg mit uns, mit Herrn Weidinger, der eben nicht die klassischen arzthaftungsrechtlichen Paragraphen, sondern der das Krankenhausentgeltgesetz, das SGB V und die anderen weiteren Vorschriften in synoptischer Art und Weise ebenfalls dargestellt hat zur Abrundung des Gesamtwerkes.
Welchen Leitbildern und Zielen folgt aber die inhaltliche und auch die gestalterische Darstellung? Mir war es ganz wichtig und auch Herrn Weidinger war es wichtig, dass wir hier für die Praxis ein Werk erstellen und dem nicht theoretische Meinungsstreitigkeiten abgebildet werden, sondern für den erfahrenen Medizinrechtler eine Richtschnur an die Hand zu geben, wie eben das Richterrecht umgesetzt worden ist in ein neues Gesetz. Hier ist es leider so oder üblicherweise so, dass wir Jahre abwarten müssen, bis Obergerichte, das Oberlandesgericht oder gar der BGH zu den einzelnen Paragraphen Entscheidungen fällen wird. Hier haben wir uns strikt darum bemüht, entsprechende Punkte aufzuzeigen, die hier vakant sind, die von der Rechtsprechung sicherlich auch aufgegriffen werden und das eben in einem frühen Zeitpunkt. Deshalb das Werk für den Praktiker natürlich, für den Rechtsanwalt im Medizinrecht, aber auch für Menschen aus dem Gesundheitssektor. Und auch da werden hilfreiche Stellungnahmen gefertigt und eben auch die grafische Darstellung, ganz wichtig zum schnellen Erfassen der Problempunkte. Nachdem ja die Transformationsleistung des Gesetzgebers, wie Sie das angesprochen haben, nur bedingt gelungen ist, wie kommt die Praxis denn mit der Anwendung des Gesetzes, das ja nun schon 4 Jahre in Kraft ist, zurecht? Eine berechtigte Frage. Die Mühlen mahlen in der Jurisprudenz bekanntlich sehr langsam. Das Gesetz ist zwar schon 4 Jahre auf dem Markt, es ist 2013 in Kraft getreten, gleichwohl finden wir sehr wenige gerichtliche Entscheidungen. Wir finden vielmehr in der Literatur einige Aufsätze, die bestimmte Punkte aufgreifen, gerade in der Begrifflichkeit, die der dringenden Klärung bedürfen. Aber abschließende Rechtsprechung gibt es leider noch nicht, sodass wir uns bemüht haben, dies im Rahmen des Kommentars auch entsprechend herauszuarbeiten und für den Leser darzustellen. Und zum Abschluss, wer ist denn mit dem Werk gut bedient? Sind es zum Beispiel vor allem die forensisch tätigen Anwälte? Insbesondere die forensisch tätigen Anwälte sind natürlich ganz besonders für die Leserschaft geeignet, aber auch medizinische Laien aus dem Gesundheitssektor oder aus den entsprechenden geschäftsführerischen Bereichen werden dort eine hilfreiche Grundlage finden für die tägliche Arbeit. Wir haben uns bemüht, kompakt, zielorientiert und vor allen Dingen praxisorientiert die Darstellung zu fertigen. Das heißt, vom Praktiker für die Praxis.